Gehen Sie manchmal in Starbucks zum Kaffee trinken? Dann habe ich Ihnen einen kleinen Tipp. Und zwar gibt es ein Rezept für einen Starbucks-Kaffee daheim. Sie nehmen sich einen Kaffee, lassen an Ihrer Maschine den Kaffee raus. Dann gehen Sie vor den Spiegel und fragen sich, wie Sie heißen. Dann sagen Sie Ihren Namen. Ich würde Joel sagen. Dann nehmen Sie Stift, schreiben Johannes auf die Tasse. Und Sie nehmen ein Zahnnötchen, verreissen das. Und voilà, Sie haben Ihren Starbucks-Kaffee daheim. Das ist natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber es beschreibt ein bisschen, was im Starbucks so abläuft. Manchmal ist auch das Leben ein bisschen wie so ein Kaffee im Starbucks. Es ist teuer, es ist überteuert, es geht nicht umsonst. Wir haben eine riesige Auswahl an Möglichkeiten. Dann haben wir einen Verkäufer, der mir alles Mögliche andreht. So ist auch das Leben, wo mir Sachen verspricht, wo sagt, mach dies, kauf das, mach jenes und du wirst noch glücklicher und dein Leben wird noch besser. Schlussendlich ist die Tasse gefüllt mit ganz vielen Sachen. Aber nur noch ganz wenig Kaffee hat Platz drin. So ist es manchmal auch mit dem Leben. Wir füllen unser Leben mit Sachen, aber das Essentielle, das Wichtigste, das geht irgendwie verloren. Ich denke gerade, die Zeit, wo wir gerade drin leben, die regt an zum Nachdenken. Was ist wirklich wichtig? Was ist das Essentielle? Vielleicht haben Sie in dieser Krise soziale oder auch persönliche Freiheiten verloren. Sie haben vielleicht finanzielle Rückschläge erlitten. Vielleicht haben Sie sogar geliebte Menschen verloren. Und so Situationen regen an zum Nachdenken. Was ist wichtig? Und vielleicht haben Sie sich auch die Gedanken gemacht, haben sich überlegt, was mache ich eigentlich mit meinem Leben? Wohin führt das an? Woran halte ich mich fest? Was ist das, was wirklich zählt? Mir ist es so gegangen, dass es plötzlich einen Schnitt gegeben hat. Plötzlich ist alles stillgestanden. Mein Leben war plötzlich nicht mehr gefüllt mit Sachen, mit Aktivitäten, mit Terminen. Und irgendwie hat es gut getan. Es hat mich zum Nachdenken gebracht. Was brauche ich wirklich? Was ist essentiell? Und jetzt ist das Leben wieder normaler geworden. Ich kann wieder Sport machen, ich kann wieder an Konzerte gehen. Ich kann wieder essen, ich kann mich wieder beschäftigen, mich mit Leuten treffen. Ich kann wieder mein Leben füllen, ich kann wieder meine Tasse mit Sachen füllen. Und ich denke, jetzt eigentlich müsste ich mir Gedanken machen, was will ich wirklich noch, was ist mir wirklich wichtig und was kann ich vielleicht auch sein lassen, was kann ich bleiben lassen. Wir können unser Leben füllen mit Arbeit, mit Freizeit, mit Familie, mit Hobbys, mit Beschäftigungen, mit Verpflichtungen. Und grundsätzlich ist das auch nicht schlecht, aber manchmal machen wir uns unsere Götter damit. Wir machen uns abhängig. Wir machen uns unser Glück abhängig von dem, was unser Leben erfüllt. Vieles kann so mein Gott sein, auch religiöse Gesetzlichkeiten, was nur um Struktur und Ritual geht, aber nicht um die persönliche Beziehung, die mir Gott anbietet. Und ich bin überzeugt, dass das Essentielle vom Leben ist. Das ist quasi der Kaffee im Kaffee. Das Wichtigste. Ich bin Christ, aber nicht, weil ich in einem christlichen Land lebe. Nicht, weil ich tauft und konfirmiert bin, sondern weil ich eine persönliche Beziehung zu dem christlichen Gott habe. Der Gott, der sich immer wieder mir offenbart, als Vater, als Schöpfer von dieser Welt, vom Leben, als Jesus Christus, der Sohn, der menschgewordene Gott, der auferstanden ist, der mir zeigt, wie die persönliche Beziehung möglich ist. Und als Heiliger Geist, der mein Begleiter ist, mein Tröster ist, wo Gott in mir und durch mich ist. Und der Gott ladet sie ein und mich ein, mit ihm Beziehung zu haben, eine Freundschaft zu haben. Ich möchte Sie ermutigen, sich Gedanken zu machen zu dem Essentiellen im Leben, zu dieser Gottesbeziehung. Füllen Sie Ihre Lebenstasse nicht wieder mit ganz viel Extras, mit coolen Accessoires, mit Unwichtigem, Belanglosem.
Füllen Sie Ihre Tasse mit Kaffee, mit dem Essentiellen, mit dem, was wirklich wichtig ist. Im 1. Johannesbrief, im Kapitel 3, Vers 1 lesen wir: Seht doch, wie sehr uns der Vater geliebt hat. Seine Liebe ist so groß, dass er uns seine Kinder nennt. Und wir sind es wirklich, Gottes Kinder. Und das möchte ich uns allen zusprechen. Das ist, glaube ich, die wichtigste Erkenntnis. Wenn wir erkennen, dass wir geliebte Kinder von Gott sind und nicht nur wir, sondern auch unsere Mitmenschen. Ich glaube, dann wird sich unser Leben nicht nur um Belangloses drüllen, sondern auch ums Essentielle. Amen.